Ich würde mich anhalten an deiner Stelle. Möchte jemand auf YouTube? Ja! Beim Schachtel hat er... Früher hat er gerauft und ist sich an die Gurgel gegangen. Heute werden Kartons gematschert. Das ist das Konzept. Auch unter Bio-Verpackungen kann man seine Wut rauslassen. Man braucht nicht diese... Ja, du willst es nicht sagen. Ah. Wir sind übrigens die verrückten Knacker Schmatz aus dem rostigen Städtchen angebrennt in Wienerwald. Jetzt kommen die Plappern, denn die gehören zum Neulenkbach-Flop! Es ist faszinierend. Ihr werdet es nicht glauben, es sind doch schon einige Tage ins Jahr gegangen und ich habe ganz wenige Kunden, die Microsoft Exchange einsetzen. Exchange ist ein Dienst von Microsoft, der für E-Mails zuständig ist. Das heißt, es ist ein E-Mail-Server. Eine ganz tolle Sache und mit Verlaub sauteuer. Gut, jedenfalls sind diese Betriebe jetzt alle im Weihnachtsurlaub. Nur in einem gibt es jemanden, der auch jetzt arbeitet. Und er ruft mich an und sagt, ich kriege keine E-Mails. Und ich suche da Fehler, mach Server Neustarts und. Und dann denke ich mir, na weißt du was, jetzt schaue ich mal im Bing nach und suche nach einem Exchange 2022 Fehler. Und bin sofort fündig geworden. Microsoft hat ein Filterprotokoll, dessen Datenbanken Felder verwenden, die mit dem Jahr 2022 nicht mehr klarkommen. Deshalb gibt es keine E-Mails mehr, weder raus noch rein. Ihr seid Genies bei Microsoft, das ist kein Aufhören. Da hat keiner mal testweise ein Datum ein Jahr früher weitergestellt, um das zu probieren. Ich selbst setze Hamil-Server ein. Das ist ein Gratis-Programm, das rennt seit 10 Jahren, ohne dass ich überhaupt hinschaue. Ja, jetzt starte ich mal einen Server neu. Hab höchst illegale Skripts appelliert, denn es gibt natürlich kein Update. Nein, Microsoft hat es in 5 Tagen nicht geschafft, diesen Fehler zu beheben. Yay, ihr seid Genies, liebe Freunde. Aber Hauptsache, wir geben viel Geld dafür aus. Ich schau mal, ob das läuft und sag meiner Frau, sie kann jetzt den Christbaum abbauen. Die freut sich. Yay! Daten und Fakten für den 5.1.2022. 10.778 laborbestätigte Fälle, 10.165 gestern, 23 verstorben und 2.689 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 375,3, 1.301.513 laborbestätigte Fälle, 52.552 aktive Fälle, 698 im Spital ohne Intensiv, 302 auf der Intensiv, 124.636.283 durchgeführte Testungen, 13.375 verstorben und 1.235.586 Genesene. Ich werde jetzt hier sagen, na, heute erzählt er uns nicht viel. Und völlig recht habt ihr. Aber ich erzähle euch, dass mein Kind Papa ruft. Warum rufst du denn Papa? Schau mal, dort hinten sind ganz unten Knöpfe. Da sind 2 Knöpfe. Ganz unten sind 2 Knöpfe? Ja, da. Wo? Da, ein aus. Wo? Da. Ich glaube, du bist ein Träumer. Wir haben da nämlich ein total tolles grünes Lego-Auto, total versaut, von dem wir nicht wissen, wie wir es in Betrieb nehmen sollen. Große Stresssituationen bei den jungen Leuten, obwohl sie es sowieso nicht verwenden dürfen. Sogar der Hund weicht schon aus. Darf ich mal schauen, ob das der ein und aus ist? Ja. Der junge Mann versteht noch nicht so, dass kein Akku im Fahrzeug ist. Du umlegen habe ich nicht gesagt. Ja, ich bin mega erschöpft.
habe körperliche massive Einschränkungen, wie das so ist im neuen Jahr. Ich bin heuer, glaube ich, im Urlaub. Was ist mit dir? Ja, du hast einen Dickschädel. Ah? Schau. Was ist? Also wirklich. Ja, jetzt kommt der Hinterteil, der hat mir gerade noch gefehlt. Ja, jetzt ist mal ein Akku da an der Ladestation. Ihr wackelt es noch immer, das heißt, wir haben noch immer keine neue Selfie-Stange. Was ja absurd ist, warum diese Selfie-Stange überhaupt wackelt. Denn das Element, wo Rohr und Halterung verbunden sind, dort wackelt das Ding. Es ist unglaublich. Ich sehe da schon Silikon in Verwendung kommen. Ja, das Wetter ist, naja, sagen wir mal, nicht so freundlich. Die Pizza ist nicht besonders durch gewesen, weil ich nicht geschaut habe und der Hebel neben dem Ofenrohr nach dem Motto Hitze raus war und nicht Hitze rein. Ein Riesenproblem. Dafür haben wir viel zu essen. Wir hatten noch Gemüsesuppe, Frau. Was ist mit der Gemüsesuppe? Das weiß ich nicht, ich bin satt. Morgen gibt es was Chinesisches, hat sie gesagt. A la Agnes. Mit Bambus und Tofu und ganz tollen Sachen. Da sind wir schon neugierig, was da rauskommt. Und Chinakohl und Karotte hat sie auch angekündigt. Ja, das ist das Problem. Der Chinakohl ist nämlich für die CO2-Bilanz verantwortlich. Da werden Unmengen Chinakohle auf Frachtschiffen nach Europa gebracht. Ich finde das grob, fahrlässig und da wackeln die Bäume. Da fürchte ich mich ja gleich. Ja, ich glaube eher, dass der Chinakohl in China erfunden wurde und dann in Europa auch angeboten. Ich glaube eher, dass man Lizenzkosten bezahlen muss, wenn man Chinakohl züchtet. Lizenzgebühren. Benutzungs. Und wenn er verfault, zahlt man nochmal extra, weil aber dann China sagt, ja so wo ist das Chinakohl. Aber der kann ja so stehen. Du stell mein Auto wieder auf die Räder. Heute sind 7 Sync Stations gekommen. Riesenschachteln, sage ich euch. Und schwer. Ich habe mich total geplagt. Und der Botendienst, der die geholt hat, hat sich gleich ein paar Packen Erdnüsse mitgenommen. Recht hat er. Der Hund findet seinen Hinterteil wieder. Er ist so beweglich. Und mir fällt überhaupt nichts ein, was ich euch erzählen kann. Wir fragen mal die Agnes. Was erzählen wir denn? Dass wir Weihnachten beendet haben heute. Die Frau hat den Weihnachtsbaum aber sowas von uns zu verheizt. Es hat geraucht, gezischt und gedampft. Die hat keine Hemmungen. Und ich habe mich über die Buchhaltung meiner Frau hergemacht. Ich habe noch ein paar Rechnungen gefunden. Und dann habe ich noch einen Backen Rechnungen gefunden vom Vorvorjahr. Vom Vorvorjahr, hallo! Tja. Sie sagt ja sehr froh, dass ich sie nicht verheizt habe. Du Schatzi, Finger weg. Der schiebt da mein Auto durch die Gegend. Das haben wir doch schon so oft besprochen. Das war der Grund, warum deine Feuerwehr kaputt war, dass du sowas gemacht hast. Und jetzt schiebst du mein Auto durch die Gegend. Ist das dein Ernst? Macht er. Naja, was kann man machen? Man kann sich einen Schirm in die Nase stecken und so. Darf ich das auch? Natürlich darfst du dir einen Schirm in die Nase stecken. Ja, das wäre eigentlich. Darf ich dann zwei haben? Ja, darfst zwei in die Nase stecken. Gesundheit. Na schon weiter. Schau, zu klein. Der Schirm ist zu klein, ach sowas blöd. Nein, die Nase. Ach so, warum lachst du? Darf ich dir Schirm? Gut, fangst es ja nicht an. Was willst du mit den Schirmen? Die essen. Das weiß ich nicht, das musst du deine Mutter fragen. Ja, du darfst die essen. Eine großzügige Mutter. Schauen wir mal, was die Pizza so macht. Ich überlege ja nochmal einen Durchgang zu essen. Mama. Ja, die ist schon im Toleranzbereich. Da filmen wir gleich mal rüber. So. Ja, da kann man sagen, naja. Ich esse sie mal und berichte euch nachher. Ich bin so stolz. Ich habe den Schalter gefunden. Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe in die Bedienungsanleitung geschaut. Es gibt einen Druckknopfschalter, den man suchen muss. Das ist wie beim Hund. Da gibt es auch einen Druckknopfschalter. Mit dem wird er immer steifer. Das ist so ein Versteifungsschalter. Und wenn man da drückt, da ist überhaupt hochproblematisch.
Ja, ich weiß noch immer nicht, was ich euch erzählen soll, liebe Freunde der Blasmusik. Die Pizza ist dann doch noch rausgekommen, ich habe nochmal gegessen und ich habe 2 Schokoschirmchen gegessen. Und jetzt will meine Familie ernsthaft, dass ich den Tisch abräume. Was mache ich denn damit? Das ist deine Aufgabe, die dir diese Woche übrig geblieben ist. Das ist unser neues System. Meine Frau hat ein System eingeführt, bei dem jeden Montag definiert wird, wer was tut. Und alles, was keiner tun will, das bleibt den alten Mann über. Außer der alte Mann. Das ist so ein Blödsinn. Du hast von mir ausgesucht. Ich habe das genommen, was übrig geblieben ist. So ein Schmaffu. Ich kann die Teile ausschneiden. Oh, das Kind zerschneidet ein Buch. Ich freue mich. Juhu, juhu. Ich zerschneide es nicht. Ich schau mal, welches Programm meine Frau da verwendet. Einen Gimp. Jesus, jetzt gehe ich aber. Ein Gimp verwendet. Gimp, mit dem habe ich mich mal abgequält in einer Schule. 300 Millionen mikrokleine Dateien von 100.000 Laien programmieren, die einen riesen Zoff machen. Habe ich euch schon erzählt? Microsoft hat Exchange getötet. Ist ja ein Produkt, das kaum was kostet, ein Exchange-Server. Ich glaube, bei 10.000 Euro ist man schon dabei. Und ich kriege das ernsthaft hin, dass das mit 1. Jänner 2021 nicht mehr funktioniert. Stimmt nicht. Exchange funktioniert schon, als wären nur keine E-Mails mehr verarbeitet. Also weder zugestellt noch empfangen. Die hängen dann im Queue. Tja, 154 Mails sind schon in der Schule gehangen und das, obwohl keiner dort gearbeitet hat. Ich sag's euch, es ist ein Kasperltheater mit Microsoft. Aber für mich gut, denn ich verdiene damit. Das ist ja wirklich nicht mein Schuld. Bei anderen Dingen kann man sagen, ich bin mitschuld, aber da bin ich nicht mitschuld. Apropos nicht mitschuld, ich werde jetzt sofort ein E-Mail an die Firma Netgear schreiben. Das werde ich jetzt hochmotiviert selbst persönlich machen. Und ja, dann kratzt sich da rum. So machen wir das. Ich meine, das ist halt kurz und bündig, es bringt nichts, wenn ich da hin und her labere. Ich schalte jetzt der Reihe nach die alten Vlogs wieder online. Ich bin schon beim 262er Kontroll schauen. Das heißt jetzt nicht, dass er heute online geht, aber das heißt, er ist mal Kontroll geschaut. Und dann gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Wieso liegen da Lego-Teile herum? Wieso liegt da jetzt ein graues und noch eins und... Oh, ich bin so arm! In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem Munkelstreifen YouTube-Kanal. Jetzt kommen die Planwolken, dann gehören zum Lenkbau-Vlog. Und wenn sie nicht zum Lenkbau-Vlog gehören, dann gehören sie nirgendwo hin. Und dann seht ihr sie auch nicht. So funktioniert das. Ja.